Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir werden hier direkt zum Start vom Grauzwerg überfallen. Aber das war ja klar, den haben wir Ende letzte Folge ja schon auf uns zurennen sehen. Was ist das? Okay, einfach nur Stufe 1. Ah, hör doch mal ab mit deinen Steinen. Ich treffe nicht. Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Ach, ist das fies. Ach, ich hau ja auch mit der Axt zu. Bin ich doof? Gar nicht gemerkt. Ah, natürlich ein Troll. Wir bräuchten halt erstmal etwas mehr Ausdauer. Würde ich mich auch ganz gern dem Troll stellen. Ich weiß nicht, ob das Trollleder noch für andere Sachen gut ist. Ich hoffe doch sehr, ansonsten ist es halt ziemlich sinnlos, die zu jagen. Weil die Trolllederrüstung bringt uns nichts mehr. Darum hoffe ich doch sehr, dass man damit noch irgendwie andere Sachen bauen kann. Alter Schwede, ich bin hängen geblieben an diesem scheiß Baumstamm. Das sollte nicht nochmal passieren. Aber wir haben immer noch keinen Fähigkeitenabzug, also sterben könnten wir rein theoretisch. Na komm, schlag zu. Der erste Troll, den wir hier im Spiel gesehen haben, der war halt echt noch lahmarschig. Wow. Aber mittlerweile sind die zumindest gefühlt echt schneller geworden. Oh nein, ich will nicht durchs Wasser. Er haut wieder ab. Wir könnten ihn gehen lassen, aber das möchte ich nicht. Oder er sucht sich einfach nur einen anderen Weg. Ja, er hat sich einfach nur einen anderen Weg gesucht. Hey, es kann ja sogar richtig schön werden hier im Sumpfland. Wir müssen noch höher zielen. Sonst treffen wir den Kopf nicht. Ach, Krautzwergenattacke, schon wieder. Mist. War gar nicht mal so unknapp. Komm, wir haben ihn doch fast. 2, 3 Pfeile noch. Ach, dieses Spiel. Es ist aber auch immer wieder bei den Trollen so, ne? Es war das erste Mal schon so. Und jetzt ist es wieder so, aber ich gehe definitiv nicht in den Nahkampf mit einem Troll. Es sei denn, er hat vielleicht einmal zuge... Nee. Gut, wir lassen das. Ich möchte nicht nochmal sterben. Kein Fähigkeitenabzug ist mittlerweile auch weg. Es hat wieder an 2 Pfeilen ist es gescheitert. Mann. So, wir müssten... Ne, wir müssen nicht durchs Wasser. Wo sind wir denn hergekommen? Hier oben. Wir laufen jetzt hier wieder zurück. Und da müssen wir eh erstmal Inventar leeren. Ich sollte mir wirklich angewöhnen, mehr Pfeile mitzunehmen. Ja, schade um den Troll, aber naja. Was willst du machen, ne? Lässt aber auch nicht los hier. Was ist denn los mit dir? Oh shit. Und der Troll ist natürlich mega schnell im Wasser. Natürlich. Oh oh. Da hatte ich jetzt echt kurz mal ein bisschen Angst. Essen haben wir aber soweit voll. Eiktür möchte ich jetzt noch nicht unbedingt benutzen. Aber ansonsten, ach nee, wir sind mittlerweile schon wieder im Grasland. Wir sind aus dem Sumpf raus. Wollte schon sagen, relativ friedlich hier. Dann haben wir zumindest hier schon mal ein Stückchen von der Map. Oh Gott. Weiter erkundet und ein bisschen Kernholz haben wir ja sammeln können. Ich weiß nicht wie viel. Normales Holz. 13 Stück. Was kostet denn so ein Holzpfahl? 2 Stück. Das heißt, wir könnten schon mal ausprobieren, wie hoch wir damit kommen. Nehmen noch kurz ein paar Pilze mit.
Und dann sind wir ja auch gleich wieder zu Hause. Ach, guckt mal da hinten. Wenn das mal fertig ist, da noch ein schönes Schiff davor ist und wir dahinter vielleicht noch ein geiles Gebäude haben. Das wird schon mega schön. Also ich finde wirklich, es ist der beste Standort bis jetzt, den wir hier im Spiel gefunden haben. Schaut euch das doch mal an. Geil. Ach, Krautzwerg. Weiß halt nicht, wie das so mit Angriffen auf die Basis aussieht. Wenn man nicht da ist. Da habe ich so ein bisschen Angst davor. Wenn wir gerade irgendwo im Dunkelwald rumrennen oder an unserer anderen Basis sind und hier auf einmal so ein Überfall kommt, ob die uns dann alles kaputt kloppen oder ob das wirklich nur passiert, wenn man auch selber da ist. Ja, das wäre natürlich richtig traurig. Wir beamen uns hierher und zack. Diese extremst schöne Hütte aktuell ist auf einmal kaputt. Das wäre halt wirklich... Ui, das wäre richtig scheiße. So, ich glaube hier drüben, ne? Warte mal, die Höhe und der zweite war's. Moment. Der zweite, die Höhe, das hier, ne? Ja. Fällt das jetzt ein? Da wird's durch die Stützbalken gehalten. Es wird noch gehalten. So, wir machen jetzt hier mal Holzpfahl. Und der musste dann hier hin. Das ist natürlich krass, das ist jetzt ein Pfahl und der geht schon mal bis da unten. So, wir können hier, also ich fand es echt hübsch. Können wir mal überlegen, ob wir das in irgendeinem anderen Häuschen mal noch mit einbauen. Aber nützlich war es leider nicht. Wir können es nicht einsammeln, verdammt. Wir sind voll. So, dann hier noch ein Pfahl drauf. Und da müssen wir mal gucken. Jetzt noch einer wird zu hoch. Das heißt, wir brauchen den mit 2 Meter wahrscheinlich. So. Das ist auch schon rot, ne? Wo wir erst... Ach nee, Moment. Wir haben hier noch normales Ding drunter. Alles klar, ich wollte schon sagen, das hat sich doch jetzt nicht wirklich verbessert hier. Lasst mich mal ganz schnell noch das Inventar leeren. Weil mich nervt das, wenn das ganze Gerümpel hier rumliegt. Haben aber auch schon wieder eine ganze Menge eingesammelt, ey. Kernholz wollten wir behalten. Das kann noch weg. Das kann weg. Und das so. Musste schnell sein. Ach, und es reicht immer noch nicht. Dann tragen wir jetzt halt zu viel. Was können wir denn hier normale... Ist das normales Holz? Ja. Das werfen wir jetzt mal kurz hier rüber. Und das noch einstecken können und hier auch ein bisschen was sehen. So, wir wollten Holzpfahl. Zack, ist immer noch grün. Also ich glaube, wir können damit wahrscheinlich auch dann wieder 4 Stück bauen. Und dann das Teil. Und das wird jetzt langsam rot. Das müsste aber bedeuten, wir können trotzdem normales Strohdach noch hier anbauen. Weil hier wird es ja jetzt abfallen. Komm nicht ganz hin. Das müsste doch jetzt hoffentlich gestützt werden. Ne, weil der Holzpfahl nicht hoch genug ist, ne? Das fällt direkt ab. Jetzt hier noch einen kleinen Draufbau. Wir sind immer noch zu tief. Aber so riesig bauen ist echt eine Herausforderung, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich so richtig war, dass ich mir das hier vorgenommen habe. Wenn jetzt noch einen kleinen, der ist zu hoch. Aber wenn wir hier noch so einen kleinen draufballern. Und dann Dach. Oder wir machen es anders. Moment, ich probiere das jetzt nochmal kurz. Ja, es ist sogar grün. Jetzt wäre es wahrscheinlich gar nicht so dumm, hier jetzt Querbalken ranzumachen. Dass das einfach hier noch so ein bisschen stützt. Also ich glaube, dafür muss es einrasten, oder?
Ist jetzt besser dadurch? Ja, es wird besser. Okay, cool. Auch krass aus. Das heißt, das kriegen wir schon mal hin. Ach nee, doch nicht grün. Wir sind schon wieder ganz schön im Rötlichen. Ist halt komisch, dass das dann immer mal falsch anzeigt. Das heißt, wir kriegen jetzt hier kein weiteres ran, richtig? Guck mal, jetzt ist es wieder grün. Muss ich immer erstmal laden, was es für eine Statik gerade hat. Wir müssten halt irgendwie das hier unten besser stützen. Weil das hat leider Gottes gar nichts gebracht hier. Oder wir müssen wirklich nochmal den kompletten Holzrahmen bauen für das Dach. Einmal so drumherum. Mit Stützbalken. So hoch kommen wir jetzt. Wir kriegen aber hier jetzt nichts mehr dran. Das heißt, wir reißen das jetzt wieder weg. Nimm's mit. Wir sind jetzt hier. Wir sind hier auch schon rot, ne? Das heißt, wir kommen bloß noch eins höher. Wird ja aber im Leben nicht reichen. Guck mal, die Mitte ist ja hier. Das heißt, wir müssten das Dach entweder doch für so bauen und nicht für so, dass wir nicht so hoch kommen. Hier haben wir dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das heißt, das sind 3. Wir müssten es wahrscheinlich doch für so rumbauen. Ja, ich glaube, anders wird es nichts. Ach, jetzt haben wir so lange da unten gemäht. Mit diesem kleinen Vordach. Aber wir müssen das Dach andersrum bauen, sonst wird das zu hoch. Das kriegen wir von der Höhe nicht hin. Zumindest nicht mit den Materialien, die wir aktuell dafür benutzen können. Also. Das Dach jetzt halt doch eher für so. Ich würde gerne nochmal schlafen gehen, weil mir das schon wieder viel zu dunkel ist. Ja, das kleine Vordach kriegen wir bestimmt trotzdem da noch rein. So, jetzt wird's rot. Das heißt, jetzt kommen wir nicht höher. Und wenn wir dann stützen, hält das jetzt noch? Nee, ne? Es wird abfallen. Nee, hält noch. So. No. Das war verkehrt. So. Jetzt haben wir das nämlich. Nee, ist auch nicht wieder grün, aber es ist orange. Wird schon mal besser durch den Stützbalken. Wir kommen zumindest schon mal so hoch. Und ich denke, mit dem richtigen Holzpfahl drunter kriegen wir dann auch noch die eine Reihe dran, die fehlt. Wir wollen jetzt hier mal noch ein kleines Stückchen weiter. Beziehungsweise gehen jetzt erstmal schlafen, weil das Wetter nervt mich an. Es ist wirklich krass, wie oft es hier neblig ist, gewittert, regnet. Und von Gräulingen gar keine Rede hier. So. Und jetzt brennt natürlich unser Feuer nicht. Wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Schade eigentlich. Kann ich das jetzt... Ach man. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ich will einfach nur in Ruhe schlafen. Ich habe keine Pfeile natürlich. Naja, rennt nicht weg. So, erstmal hier Gift sprühen lassen. Herumrennen, zweimal schlagen. Und dann haben wir ihn. Mir ist klar, dass das hier nicht schön aussieht. Das soll es auch gar nicht. Ich wollte eigentlich lediglich... Aber ich krieg das jetzt nicht mal mehr hier dran gesetzt, ne? Komisch, da drüben hat es noch funktioniert. Ihr möchtet es nicht mehr.
Machen jetzt einfach mal so. Schönste Gebäude, was wir je errichtet haben, aber es bringt halt absolut nichts. Es regnet halt trotzdem rein. Nee, gut, können wir alles wieder abreißen. Ich wollte es mal probieren. Ey, sperre ich dich ein? Pech gehabt. Ist halt ganz schön doof bei Regen, ne? Aber selbst die Feuer drin, die drin stehen, ihr habt es ja gesehen in der alten Basis. Selbst die gehen aus bei Regen. Gut, dann machen wir halt doch weiter. Wir können gleich mal noch ganz schnell den Hammer reparieren. Und dann müssen wir uns halt hier ein bisschen durch das Unwetter quälen. Noch schnell was reingefuttert. Und dann geht es weiter. So. Ich glaube, hier passt doch schon wieder irgendein Dachteil nicht. Ich glaube, das da. So sieht's besser aus. Machen wir jetzt noch eine Reihe. So. Dann machen wir den ganzen Spaß jetzt nochmal drüben. Und probieren das halt gleich mal aus. Dass das auch wirklich klappt dann mit unseren Holzpfählen. Nicht, dass wir hier wieder für umsonst bauen. Das muss nicht sein. So. Einmal hier rauf. Das Teil hier rangesetzt, wenn es denn möchte, irgendwann mal. Müssen wir, glaube ich, von unten setzen. Hält das jetzt noch? Nee, hier hält es noch. Dort ran. Jetzt sind wir schon mal auf derselben Höhe. Eins, zwei, jetzt wird's rot. Wir haben trotzdem noch ein ganz schönes Stückchen, aber hatten wir dann, nee, drei hatten wir dran, weil unten noch eins war, genau. Das kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr gesetzt. Und hier. So, jetzt haben wir erstmal alles gebaut, was geht, weil wenn wir jetzt noch eins dran setzen, jetzt ist es rot, dann... Ist das schon dunkelrot? Da kriegen wir noch eins dran gesetzt. Ach, shit. Wir brauchen mehr Leitern. Hier hält einfach gar nichts in dem Haus. Scheiße. Okay. Die sind wenigstens noch gelb. Hier drüben ist grün. Warum sind die denn grün? Die hier noch mit an den Balken hängen, ne? Oder? Ich wollte doch einfach nur... Hält schon wieder nicht mehr. Müssen wir von hier ausbauen. Zack. So. Wollte doch einfach nur probieren, ob wir hier noch ein Dach dran kriegen. Ob das hält oder nicht. Ich glaube, das ist jetzt erst dunkelrot, ne? Sieht gut aus. Das heißt, eins kriegen wir noch. Aber hier nicht mehr. Obwohl die Balken da grün sind. Gelb-rot. Wir haben hier halt gar kein Orange. Ach nee, wir haben hier das. Okay, alles klar. Entschuldigung, ich stand kurz auf dem Schlauch. Wenn wir da drüben den Balken haben, dann kriegen wir auf jeden Fall schon mal eins höher. Und da müssen wir mal schauen. Gut, das heißt, wir können die ganze Konstruktion hier wegreißen. Dann werde ich jetzt hier mal gebündelt. Nee, wir haben doch genug Platz. Warum nimmt er das nicht mit? So. Dann machen wir hier wieder auf. Ja, hier ist es.
Nehmen einmal die komplette Balkenkonstruktion hier weg. Dann brauchen wir wieder Holzpfähle. Hier in die Mitte. Wir kommen damit auf jeden Fall schon ein Stückchen höher. Hier drauf. Das wäre zu hoch, also haben wir hier wieder so einen halben genommen. Aber der reicht ja jetzt hier nicht. So reicht denn der jetzt hier drüben nicht? Hier hat er doch genau gepasst. Und hier ist er zu kurz. Hä? Das Spiel soll mal einer verstehen. Wir haben hier doch noch einen ganzen draufgesetzt. Muss doch dieselbe Höhe haben. Zack, und da ist nochmal ein ganzer, also kein halber. Wenn ich den ganzen draufsetze, guckt er hier ein Stück aus dem Dach raus. Ist das da drüben auch so? Dadurch wird hier halt auch einfach absolut gar nichts weiter gestützt. Guckt hier drüben auch ein Stück aus dem Dach, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist, aber hier haben wir jetzt schon orange und zwar wahrscheinlich, weil das hier nicht auf Basis steht, also auf Fundament steht, ne? Hier drüben haben wir blau, hier haben wir das. Ja, Sturz ein ist okay. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein Stückchen Boden erhöhen. Fehlende Voraussetzung. Verdammt, wir sind schon wieder bei 22 Minuten fast. Wir müssen an der Stelle erstmal wieder ein Ende machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir werden das irgendwann definitiv noch schaffen, dieses Haus zu errichten. Aber ihr seht ja selber, ganz einfach ist es nicht. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.